Jo, hallo, hey, ich bin Tavadio. Ihr seid auf dem Kanal Power Animals und heute geht es nochmal um Harry Potter. Und zwar habe ich ja vor ein paar Wochen, ich glaube 2 Wochen waren es, ein Video gemacht zu den Lehrern für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und heute wollte ich mal einfach über ein paar Punkte reden, über die ich mir ein paar Gedanken gemacht habe und wo ich ein paar Fragen habe, die sich mir nicht ganz erschließen. Und vielleicht könnt ihr mir die ja in den Kommentaren beantworten. Wenn Harry einen Patronus herzaubert, bekommt er Ärger. Wenn er die halbe Mysteriumsabteilung vernichtet, nicht. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Und nein, es ist nicht damit rechtfertigen, dass im Ministerium Dumbledore bei ihm ist, da dieser zu dem Zeitpunkt nicht einmal Schulleiter ist. Und es ist auch nicht wirklich damit rechtfertigen, dass er gegen Voldemort kämpft, weil ihm eigentlich keiner aus dem Ministerium glaubt, dass dieser zurück ist. Erst ganz am Ende des Kampfes, als Voldemort noch einmal erscheint, um Harry zu sagen, dass dieser noch nicht gewonnen hat, sehen die Ministeriumsleute, dass Voldemort wieder da ist. Und selbst wenn das reicht, was ist mit den anderen Zaubern, die er als Minderjähriger außerhalb von Hogwarts gewirkt hat? Zum Beispiel, als er seine Tante aufgeblasen hat. Alles, was danach geschehen ist, ist, dass ihn der Minister besucht hat und ihm gesagt hat, dass er nicht mehr zaubern soll. Er aber nicht von Hogwarts geflogen ist. Hier wäre die einzige Erklärung, die mir einfällt, dass der Minister ihn mag. Im 5. Teil ist das hier ein anderer. Warum werden Hermine und Ron nicht negativ vom Horcrux Harry beeinflusst? Diese Frage dreht sich um die Tatsache, dass Harry ein Horcrux ist und die Tatsache, dass sowohl Harry als auch Ron im 7. Teil negativ von einem Horcrux im Medaillon beeinflusst wird und Ginny nach einem Schuljahr mit dem Buch von Riddle beinahe stirbt. Harry ist, wie wir alle wissen, auch ein Horcrux, der entstanden ist, als Voldemort Harrys Eltern tötete. Warum also werden Ron und Hermine nicht wirklich negativ beeinflusst? Warum kann Voldemort Harry als Baby nicht töten? Die allgemeine Meinung, was auch in der Geschichte selber erzählt wird, ist, dass er nicht durch den Todesfluch stirbt, weil seine Eltern ihn so sehr geliebt haben. Aber hätten dann die beiden oder auch jeder andere, der von irgendjemandem geliebt wird, überleben müssen? Auch Cedric Diggory wird von Joe und seinem Vater sehr stark geliebt. Joe denkt schließlich noch ein Jahr später an ihn und liebt und vermisst ihn. Und dass Harrys Eltern einander geliebt haben, ist auch mehr als eindeutig. Trotzdem wurden alle drei von Voldemort mit Avada Kedavra getötet. Aber was unterscheidet Harry von den anderen? Das erfahren wir erst in einem der letzten Teile. Harry ist ein Horcrux. Wir wissen, dass Harry zum Horcrux wurde, als Voldemort seine Eltern tötete. Voldemort muss gewusst haben, dass Harry ein Horcrux geworden war. Deshalb vernichtete er ihn nicht, denn er hätte in diesem Moment nur 2 Avada Kedavra-Flüche gebraucht, um Harry zu töten. Und der erste Fluch traf nicht Harry, sondern seine Mutter. Doch Voldemort zog einen Nutzen daraus, dass Harry ein Horcrux geworden war. Wahrscheinlich konnte er sich schon denken, dass Dumbledore Harry unter seinen Schutz stellen wird. Somit war ein Teil seiner Seele sicher und er konnte nicht sterben. Und die Blitznarbe kam nicht von einem Fluch, der ihn getroffen hat und abgeprallt ist, sondern davon, dass Harry ein Horcrux war. Das waren jetzt eben 3 Fragen, die ich mir gestellt habe. Wenn ihr andere Erklärungen habt oder für die eine Frage, die ich nicht beantworten konnte, überhaupt eine Erklärung, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare und teilt euch das Video mit euren Leuten. Lasst ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's am allerbesten und ciao!